Gemüseresserto, eine Möhre, ein Stück Stangensellerie, eine Knoblauchzehe, eine Petersilienwurzel, eins kleine Stange Lauch sowie eine Knolle Fenchel würfeln. In ein Esslöffel Olivenöl dünsten. 120 Gramm Risotto-Reis zufügen. 1 Suppenkelle, heiße Hühnerbrühe zugießen. Sobald die Brühe verdampft ist, nach und nach insgesamt 500 ml Brühe zugießen. 20 Minuten garen. Mit Petersilie bestreuen. 3 türkische Lire-Pinienkerne rösten, hacken. 1 Bund Petersilie und eine Knoblauchzehe hacken. 1,5 Esslöffel Wasser, 2,5 Esslöffel Olivenöl und E-Beutel italienische Kräuter, Klammer auf zum Beispiel Knorr, Klammer zu, mixen. Alle Zutaten und 15 Gramm geriebenen Parmesan zufügen, pürieren. 1 getrocknete Tomate würfeln, mit 1,5 Teelöffel Zitronenabrieb zufügen. Mit 400 Gramm Gemüsesticks, Klammer auf Möhre, Paprika, Staudensellerie, Klammer zu, servieren.